Wir wagen uns in feindliches Gebiet vor und nach den Honigsalben, die wir schon erlebt haben, regnet es jetzt mit Tinte gefüllte Kokosnüsse. Autsch, warum können das keine Heidelbeeren sein? Heidelbeeren sind echt lecker, by the way. Das ist bestimmt ihr... Oh, und euch gibt's ja auch noch... Beschwörer. Ich weiß gar nicht mehr, wie die im anderen Game hießen. Wenn meine Anzeigen stimmen, sind das Beschwörer. Und wisst ihr was? Die können Dinge beschwören. Hui! Wir müssen alle Beschwörer besiegen, sonst kämpfen wir eine endlose Schlacht im Kokosregen. Ui, das... Also, wir können den Kokosregen für uns zum Vorteil nehmen. Letztes Mal haben wir, ich nenne es mal, Welt 2 abgeschlossen. Und ja, es lief... Wir haben sie abgeschlossen. Belassen wir es dabei. Ah, oh, wir haben das epische Theme. Das ist die Titelmusik, die ich auch immer habe. Ah ja, easy. Ah, schade. Ich bin mal gespannt, wie gut es läuft, wie schlecht es läuft. Stell mich lieber hier hin, weil sonst gibt es eine potenzielle Chance, dass ich DK ins Gesicht schieße. Und das würde ich ungern. Gegnerischer Zug, let's go. Tintenkokosnüsse. Oh, es gibt jetzt sogar noch mehr Stellen. Was? Oh. Aber was beschwören die denn jetzt? Ich dachte, die beschwören andere neue Gegner oder so. Ich pack mir Rabbit. Dings ein. Jetzt hat mein Handy gerade geblinkt, war gerade kurz verwirrt. Oh, ich liebe dieses Theme. Ich packe ihn mir ein, nehme ihn mit und dann geht sofort weiter. Ach, da geht's gar nicht hoch. Schade. Ich glaube, wir kriegen den aber trotzdem in dieser Runde schon gut raus. Wir haben nämlich mittlerweile wieder stärkere Waffen. Oh, das hat mich am Anfang des DLCs so getriggert, dass wir auf einmal wieder so lowe Waffen hatten. Das war so, ah, das tat weh. Oh, wir können sofort noch weiterziehen mit ihm. Waren da hinten nicht noch Bananen vorhin? Nee. Können mit ihm sofort weiterziehen durch den Dschungel. Wo ist der nächste eigentlich? Da ist einer und da ist einer. Die können heilen. Ja, Peach steht hier oben so auf dem Präsentierteller, die kriegt man Schutz drauf gesetzt. Wir wurden zum Glück nicht getroffen. Ach, die
Die brauchen zwei Runden zum Beschwören. Okay, dann macht Sinn. Das mit dem Papier ist etwas blöd gelaufen, bin ich ganz ehrlich. Aber das kriegen wir schon hin. Und viel Spaß. Oh, ist sogar ein Crit. Wo gehen wir denn am besten mal hin? Sie hat einen Vampireffekt, deswegen sollte sie sich nicht von anderen treffen lassen. Ja, das sieht doch gut aus. Da können wir nämlich auf den nächsten Beschwörer gehen. Und wir müssen uns gar nicht um diese kleinen Lackaffen kümmern. Oh! Naja. Ah, perfekt. Sind alle in der Range. Werden alle mal geheilt. Wenn das nicht mal praktisch war. Boom. Oh, dieser Vampir-Bonus ist einfach so herrlich. Zug abgeben. Oh, jetzt hab ich gar nicht auf die Tour geguckt. Oh, Entschuldigung. Oh Mann, das könnte eine gute Runde werden. Obwohl ich gegebenenfalls jetzt Tinte abbekommen könnte. Und tschüss. Obwohl, das hätte ich erst am Ende der Runde machen sollen, weil ihr wisst ja, die werden ja immer wieder aufgeweckt, sobald wir irgendwie den Damage machen. Aber wir frosten die. Das heißt, sie können sich schon mal nicht mehr heilen. Bonk. Schade. Oh, stimmt. Dings haben wir vergessen. Ja. In gewisser Weise belastend. Aber was will man machen? Wieso ist die hingefallen? Mist, DK hat Tinte abbekommen. Das ist nicht gut, aber es ist auch nicht so extrem dramatisch. Weil die Tinte ist jetzt schon wieder weg. Das war's. Ihr Mistviecher, lauft! Zeigt den anderen Mistviechern das Bibonat! Fünf von fünf Runden, okay. War immer noch ein Perfekt. Bam. Ja, letztes Mal haben wir auch mal gesehen, wie es aussieht, wenn man eine Bronze-Trophäe kriegt. Lief nicht so gut. Aber schaut euch die letzte Folge auf jeden Fall an. Oh. Ich glaube nicht, dass das der schnellste Platz, schlechteste Platz für die Rabbits ist. Wir leeren den Beutel, sobald wir Zeit haben.
Man muss nur darauf achten, dass das kein Staubsauger mit integrierter Kaputtmachfunktion ist. Das wäre problematisch. Oh. Wie heißen die nochmal? Tukane. Tukane sind süß. Diese Bananenröhre ist ja super. Ist ja echt zum Schießen. Boah, die macht so ganz wenige Geräusche. Tropenverteidiger. Immerhin. Boah, das ist eklige Geräusche. Da finde ich die Hölzern doch deutlich angenehmer. Let's go in Kapitel 2. Hole die Waschmaschinenteile zurück. Ja, warum nicht? Ich müsste gleich mal frühstücken. Ich habe noch nichts gegessen. Boah, wie viele sind denn das? Aber auch gefühlt nur die, oder? Das sind ja auch andere. Ein Verteidiger. Sammler, 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 Sammler. Und noch ein Verteidiger. Zwei Verteidiger. Dürfte man wohl mit fertig werden, glaube ich. Was mir hier halt so ein bisschen fehlt, ist irgendwie so ein bisschen die Variation. So zum Beispiel, dass man Luigi als Sniper hat oder Leichtfuß oder solche Sachen. Man spielt halt immer mit den gleichen drei Charakteren. So, man hätte theoretisch, ich weiß, das wäre sehr viel mehr Aufwand gewesen, aber noch Dixie und Diddy und so einbauen können. Das wäre halt einfach cool gewesen. Ach ja, die hauen ja ab, sobald sie getroffen werden. Passiert. Ja, easy, den können wir dann sofort rausnehmen. Dann müssen wir gleich gucken, dass wir gegebenenfalls noch die Waschmaschinenteile einsammeln. Ja, wir haben sogar erhöhten Schaden gegen Sammler. Das ist eigentlich ganz praktisch. Ach, da oben ist auch noch ein Verteidiger. Da haben wir drei Verteidiger. Oder? Oder hat er sich gerade bewegt? Ich weiß es nicht mehr. Nee, wir sind noch in der ersten Runde. Die können sich noch nicht bewegt haben. Oh, das Game verwirrt mich. Ah. Oh, ich liebe das Theme. Das ist so super. Perfekt! Dann macht uns der Verteidiger schon mal keine Sorgen mehr. Und er nimmt seinen Freund raus. Okay, er heilt sich selber so ein bisschen, aber er nimmt seinen Freund raus. Ich liebe diese Werffunktion, die ist super. Die macht so Spaß. By the way, wundert euch nicht, dass momentan so wenig Donkey Kong Country Tropical Freeze kommt. Das liegt leider daran, dass dass Jan und ich in letzter Zeit extrem wenig Zeit hatten zum Aufnehmen. Ja, ich weiß, wenn man sich die anderen Projekte anguckt, sieht das immer so ein bisschen aus, als würden wir doch sehr viel aufnehmen, jedoch haben wir sehr viel im Voraus aufgenommen, muss man wissen. Und deswegen, ja. Ja, wen der beiden? Ihn, glaube ich.
Deswegen, DK haben wir leider nicht geschafft, im Voraus aufzunehmen. Und wir sind halt jetzt bei den schwereren Leveln angekommen, leider. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, der schöne Teil des Spiels ist leider zu Ende. Jetzt kommen wirklich die Hardcore-Level und da braucht man anstatt für eine 3-20-Minuten-Aufnahme gern auch mal eine 40-60-Minuten-Aufnahme. Was dann halt auch im Endeffekt dafür sorgt, dass man einfach deutlich länger an einer Aufnahme sitzt und nicht so viele an einem Tag bzw. an einem Stück aufnehmen kann. Deswegen ist das mit DK momentan so ein bisschen problematisch. Keine Sorge. Nein! Oh! Deswegen finde ich die so problematisch. Deswegen finde ich die Waffe so problematisch. Die Verteidiger nutzen sie jetzt richtig gerne. Ist euch das aufgefallen? Aber ich nutze die Verteidiger auch richtig gerne, bin ich ganz ehrlich. Ah, das ist super. Ich liebe. Also, ganz ehrlich, ich finde dieses DLC super und ich kann mich. Also, ich freue mich so dermaßen auf Sparks of Hope. Das wird super. Mal gucken, wo ist denn so der nächste? Wo kann ich ein bisschen. Das sieht doch gut aus. Heizen wir dem einen da mal ein bisschen ein. 30 Feuer. Und jetzt kommt er hier noch vorbei. Wenn das nicht mal fies ist. Ja, doch, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Feuer und Vampir und oi. Dann müssen wir noch die Waschmaschinenteile zurückholen. Ah, Ziggy. Niemand mag Ziggis. Alter, was ist das? Was die für eine Range haben. Ja, schade. Ich lass. Wo ist der Waschmaschinen-Dude denn jetzt hingeflüchtet? Da vorne hin, aber ich kann mit meinem Anti-Waschmaschinen-Dings da draufhauen. Ja, in der nächsten Runde dann halt. Das sieht doch auch schon wieder gut aus. Ah, also Radien und so zu erhöhen, ist, glaube ich, immer am sinnvollsten. Beide mit einem KP überlebt, das kann doch nicht sein. Okay, der Ziggy kann uns absolut nichts anhaben. Aber ich kann dem Verteidiger noch was anhaben. Perfekt. Und Tinte, kritisch, goldener Treffer. Boah, krass. Da ist ja noch einer! Zwei Teile auf jeden Fall schon mal eingesammelt. Läuft doch.
Und der letzte ist raus. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch die Waschmaschinenteile einsammeln. Das war's dann. Das heißt, nächste Runde dürfen wir es dann hoffentlich geschafft haben. Ah, easy. So kriegen wir das Teil wenigstens auch sofort noch. Und jetzt können wir den Zug abgeben. Und die drei Halunken da gekonnt. Dramatisch. Wir haben alle. Das war's. Gut. Schlacht gewonnen. Ich glaube, also ich freue mich richtig auf das Dschungelkapitel. Einfach wegen der Musik schon. Ich habe mir mal den Soundtrack von dem Game angehört. Eine Runde zu viel. Ah, schade. Ich habe mir mal den Soundtrack von dem Game angehört und der ist echt, echt gut. Puzzleteil. Krass. Einfach mehr als Secret hier. Oh, der Dschungel sieht so schön aus. Der sieht so schön aus. Könnte ich mich drin verlieben. Das wollte ich nicht. Lauf, lauf! Ja, Junge, der schafft ja locker die 125 Meter, es sei denn, er findet einen Hammer. Wir wünschen ihm viel Glück. Ja, und ich würde sagen, hier kümmern wir uns nächstes Mal drum. Danke, dass ihr zugesehen habt. Bis zum nächsten Mal und ciao!